Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 19, die Demo. Vorab möchte ich mich bei allen bedanken, die sich das letzte Video angeguckt haben, wie ich mit Paris gespielt habe gegen Real Madrid. Das hat einfach nur Bock gemacht und ich freue mich mega drauf, die Vollversion jetzt bald zu kaufen, weil die Grafik ist einfach nochmal tausendmal besser. Und die KI, wie gesagt, auch alles richtig geil gemacht. Vor allem hier, wenn man De Bruyne sieht, was für eine schöne Grafik. Ist einfach nur top. Und ich möchte heute jetzt The Journey Champion spielen, wie es hier steht. Und ich nehme euch mit. Aber vorher wollte ich noch das hier mal kurz angucken. Weil das ist ja eine Demo-Version. Und bis jetzt habe ich nur einen Anstoß mit Paris gemacht und kurz mit Juve gespielt, aber leider ist mir die Aufnahme nicht gelungen, weil die hängen geblieben ist. Aber ich gucke mal kurz hier dieses neue Feature an, die Champions League. Kann man die anzocken oder ist das jetzt nur so eine Info? Ist das nur eine Info? Okay. Und kann ich weiter. So. Naja, egal. Wir fangen an mit The Journey. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und noch, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für diese gute Resonanz. Ich sag gut, weil das ist bis jetzt das beste Video seit langem mal wieder. Ja, danke nochmal. Und viel Spaß jetzt beim Zuschauen. So. Wir haben jetzt ein Mädel da und Danny Williams, wie ihr sicherlich jetzt hier gesehen habt. Hier können wir jetzt den Charakter auswählen. Wähle den Charakter, dessen Story du spielen möchtest. Nehmen natürlich Alex Hunter, ne? Was ist das für eine Frage? Oder Danny Williams? Nein. Kim Hunter, okay, das ist die Schwester. Die Schwester von anderer Mutter! Nein, Spaß. Wir nehmen Alex Hunter, Freunde. Alex. Alex the Manix. Oh. Lucky you avoided us in the draw, bro. Oh, yeah, I know. It would have been awkward, wouldn't it? Getting knocked out to your old team. Yeah. Your dreams of Champions League glory shattered. I don't know how I could have lived with myself. I really don't. My fit. At least you'll be going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch. Yeah. Yeah, going to be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams international icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. All right, bye-bye, mate. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo, it's a must. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh? My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody more versed in... She's been around the game for years, ever since she met my dad. And no one knows me better. It'd be perfect. Yeah, Mom? Santiago Bernabéu Stadion, damals 2010. Oh mein Gott, ja. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Spielt der etwas immer drin? Alex, come on, leave them.
New player in the middle. Oh, come on. Those are the rules. Schweinchen in der Mitte. So, oh, ich war das. Scheiße, ich bin schon wieder dran. Ich hatte den noch. Hallo, lass mich verhauen. Ach so. Oh Mann. Ich glaube, die kriegt den gar nicht mehr. Warte mal was. Am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, dass ich alles steuern musste, aber egal. So, was haben wir jetzt? N? Well, now it is Alex Hunter time. Das ist auch der Trainer, der werden ausgeschlossen worden ist. Ich spiele mindestens 10 erfolgreich im Pass. Okay, wir sind jetzt mit dem Spiel eingewechselt worden gegen den Kopf für Benzema rein, also im Sturm anscheinend. Okay, wen spielen wir überhaupt? Manchester United? Was ist der Mann? Wir verbrauchen den Namen. Was ist das? Auch keine Hilfe. So Leute, die sind ja eingewechselt worden für Benzema. Hoffen, dass Alex zum Tor schießt. Okay, der war jetzt ein bisschen zu weit, aber egal. Bisschen leicht eingestellt, merke ich gerade, ja. Zu leicht eingestellt. You never really know, Lee, if it's going to come off when you hit it on the volley in that fashion. Yeah, hero to zero. When he struck that, you think, wow, and then all of a sudden you realize where it's gone. Yes, Bill. Dresd, come. Ah, schade. Can they take the lead? Keeper's contribution, but what next? Auf jeden Fall schon mal geil die Steuerung. Auch hier die Trainer, sehr gute Grafik. Das ist der Wahnsinn. Ah, sehr schöner Pass. Aber. Ah, Mann. Das ist schön. There's a complete understanding of the game. Look at Modric. Come, Alex. Ah, schade. Hey, die haben nicht mehr lang viel Zeit, hab ich gerade gemacht. Jawohl. Ah, nein, der sah so aus, als wenn ich ihn. Well, he couldn't quite keep the header down. Well, it was the pace on the cross. Sometimes with that much power on the cross, just cushion it, otherwise it goes over. Langsam muss jetzt mal was passieren. Ist drin. Oh, der Freiburg. Ja, schon. Opportunity, Hunter. A goal it is. At long last, they've broken the deadlock. Well, it's been so close this game. Tactics have played a part. Now they're going to have to change the tactics. See what happens. Einfaches Tor, sehr schön. Here's the replay. You've got to ask questions about the back line. And the goalkeeper. Was? They're simply not there. And they're playing once more. Real Madrid with the lead here. Under Herrera.
ist schon auch das O-Level. Das ist ein Trainer. Well, United will feel because the game is so close. There's another goal. Ja, da sieht man, dass die Spieler wirklich spielen. Bei den anderen Teilen hat man das gar nicht gesehen. Force the issue. Boah, das ist echt krass. Also die Taktik zu ändern, da passiert einiges. Das ist echt geil gemacht. Also eben waren die gar nicht so auf Druck angewiesen, aber guckt euch das mal an, wie direkt Georg Bell schießt. Das ist geil, ja. Aber ich leg mal einen Gang runter. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Komm, jetzt wollen wir Hunter einschießen. Hunter. The ball with Valencia. Given away by Manchester United. Maneuvering his way forward. Opportunity knocks. And fired against the crossbar. Ah, viel zu viel. Achso, Ecke. Corner kick played over. Now, what could he do here? Boah, sehr schönes Tor. Habe ich gar nicht mit gerechnet, aber sehr schönes Tor. Das wäre, wenn das wirklich passiert wäre, könnte man sagen, das ist im Training ein schönes Tor. Gut, der kann ihm passen. Ey, geil, Alter. Ich freue mich mega auf dieses Game jetzt. Wie gesagt, das wird definitiv ein erstes richtiges Fußball sein. Wo wirklich was regelmäßig kommt. It's a massive lead and it's very hard to imagine them losing it now. Aber wir haben immer noch kein Tor mit Alexander. Das will ich nicht. Alexander ist ja hier die Hauptrolle. He has time to play it over. And a half-baked clearance. This is Gareth Bale. Nemanja Matic has it. Well, let's see, does he mean business? And here is Juan Mata. And scope for the cross. Here is Marco Asensio. We've been waiting to find out. Now we know a minimum of 3 added minutes here. Given away by Manchester United. Man, diese Hilfen, die nerven total. Ich brauch das ja normalerweise gar nicht. Aber egal, wir haben jetzt gewonnen in der Champions League. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Finale war. Aber das war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Vor allem das Tor von Asensio, genau. Diesen Pass von aus der anderen Seite. Boah, das ist echt geil, die Grafik. Haben wir eigentlich die 10 Pässe geschafft? Wir haben nur 2 Pässe geschafft, was ist das denn? Scheiße. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ey, scheiße. Egal. So. Was kommt jetzt auf uns zu? Da bin ich mal gespannt. After a long wait, you finally had your first taste of Champions League football. Wie war Ihr erster Auftritt in der UEFA Champions? Endlich, es ist so, wie ich gedacht hatte. Für mich zählt nur das Ergebnis. Sagen wir mal endlich. You said it, mate. Finally. Champions League is where Europe's best players take the game to the next level, and I'm just so happy to finally be able to get my chance to do just that. So you feel as though you belong? Bang on, mate. Best believe I belong. Thank you, Alex. Yeah. Ja, Leute. Wir haben zwar kein Tor geschossen mit Alex Hunter, aber wir haben eine Vorlage. Ist das jetzt etwa das Ende? Okay.
ging zwar schnell und kurz, ist auch okay. Dann haben wir wieder die ganzen Features, die uns erwarten werden. Aber nichtsdestotrotz, das war auf jeden Fall ein cooles, kurzes Demo von The Journey. Dann würde ich mal sagen, das war's hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, ne? Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es bis hierhin gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Khalid und ciao.